Ja, willkommen zu einer neuen Folge von der Klaatu's Red Army, also Klaatu's Red Army Channel. Und zwar sind wir wieder mal bei Planet Side unterwegs, und zwar auf NC-Seite. Und heute haben wir mal so gedacht, wir zocken mal wieder Sniper, weil es ja auch wieder Ende des Jahres und irgendwie haben wir da immer komischerweise eine Videos da produziert. Ich überlege noch, was für ein Scharfschützengewehr ich mitnehme. Ich denke mal, die verhasste Railjet, weil die doch ja nicht ganz so einfach ist zu spielen. Will mal gucken, ob ich damit klarkomme oder wechseln wir vielleicht noch mal auf die Wulzen oder EM4 Longshot. Mal gucken. So, wir werden mal gucken, ob wir jetzt einen Fight finden, ob überhaupt ein Trupp auf ist. Also ein Trupp ist da. Frau Doktor, wer ist das denn? Ja, wer hätte es gedacht, ne? Wer hätte es gedacht? Ist es ein German Nightmare? Ja, wir haben ja schon länger jetzt schon wieder keine Videos mehr produziert. Das ist auch bedauerlich halt, sag ich mal. Bin schon dabei. Aber es wird jetzt in Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr kommen. Und gewisse andere Projekte. Siehste, Sintra hat sich auch schon gemeldet. Ja, es wird auch neue Projekte geben, so wie Crossout habe ich gesehen. Ziemlich interessantes Spiel. Und Hawken wird leider nicht mehr aufgenommen werden, weil wir halt keine Matches mehr finden. Das Spiel scheint tot zu sein. Also, wenn sich natürlich was ändern sollte, dann werden wir auf jeden Fall wieder dabei sein. Das ist kein Problem. Aber zurzeit ist es ein bisschen schlecht, gerade auch wo sie die Engine verändert haben. Also eigentlich weitaus besser gemacht als vorher. So. So, schon länger nicht mehr gesniped jetzt, also. Aber der müssen wir uns auch gerade mit der Railjack ein bisschen einarbeiten. Aber das werden wir wohl hinkriegen gleich. In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. So, warte mal kurz gucken. Wobei jetzt nochmal die Tab-Taste. Ja, Sintra, komm nachher, hab gerade eine Aufnahme. Dann weiß auf jeden Fall Sintra Bescheid. So. Klar, du normal, du warst leise. Ja, hab gerade eine leichte Aufnahme, Sintra, komm nachher in die TS denn. Heute Nachmittag oder so. Tja, so kann es passieren. Die Phase Shift. Die garstige Phase Shift. Ich überlege gerade, nehmen wir unser. Wir nehmen mal. Es scheint da was los zu sein. Wir nehmen auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr, was wir können. Eine bessere Performance zu bieten. Bolzen. Das sind fest. Das sind fest für Sniper, ey. Ich muss irgendeinen ins Flankieren.
war so ein Kopfschuss. Aus der Reichweite leider kein One-Shot, scheiße. Dann sollte ich daran. Das ist natürlich ungünstig. Das war einer. In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. Achtung, schwere gegnerische Einheit. Feindlicher Sanitäter im Einsatzgebiet. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass hier der Hauptspot, da gucken sie als erstes sind die ganzen feindlichen Sniper da. Gut. Ein bisschen haben wir es noch drauf, sag ich mal, aber die Performance war damals besser. Sniped worden. Der Schnelle gewinnt. Der Schnelle hat auf jeden Fall das Ergebnis. Ich suche die feindlichen Sniper, da sitzen genug. So kann man ein Ziel nicht treffen. Schade. Ja, das war jetzt dumm. Das ist so ein kleines Mühe über. Wo irgendwie die Maus nicht rumgezogen kriegt. Komm, Sniper. Sind dran, nehmen wir. Tja, müssen wir wirklich mal gucken, oder müssen den Spot mal wechseln, weil das ist ja der Hauptspot von den Snipern. Aber der bewegt sich gut, also der weiß auf jeden Fall, dass er. Naja, da müssen wir ein bisschen. Ein bisschen schneller sein. Ich krieg die Lutscher noch, keine Sorge. Sichtkontakt zu feindlichem Ingenieur. Sanitäter hier, ich blick dich zusammen. Ah. Ach. Sichtkontakt zu feindlichem Lightning. Sanitäter hier, ich blick dich zusammen. Ich hau mir erstmal einen Sensorpfeiler oben rauf. Um zu gucken, was da wirklich los ist jetzt. Ist doch irgendein. Tja, ich lade. Ja, ist klar, hier sind natürlich ein paar mehr Sniper, die natürlich alle was vom Kuchen abhaben wollen. Dich.
Achtung, schwere gegnerische Einheit. Tja, irgendwie. Wir müssen mal die Position mal ein bisschen wechseln, weil da werden wir nichts mehr kriegen. Da war ein Sniper irgendwo. Ach, ich muss das eben mal ein bisschen verbessern, ey. Wir flankieren ihn mal ein bisschen, da sind sie sich so drauf gefasst, wenn ich den von der Seite schieße. Da gehe ich auf jeden Fall von aus. Zum Beispiel der hier. Und es war mal wieder einer, der sich jetzt anschleicht, glaube ich. Der wird wahrscheinlich beim Sunny schon sein, mal sehen. Gut, hier ist der Spot. Ich werde von hier aus jetzt weggehen. Von der Bergkette schießen. Wie bleiben die Feinde da aus? Ich glaube. Tja, wollen wir gucken. Da wäre auch ein Dick gewesen, wenn ich den jetzt verfehlt hätte, ey. Den Bubu selber. Schießen müssen, glaube ich. das hört sich wie eine Laserwaffe an. Da komm, komm, komm. Gut. Oh, oh, oh. Ich bin auf deiner Seite. So, der ist auch tot. Er hat's verdient. Er hat die falsche Fraktion. Dürfte er auch nicht immer vergessen. Oh, das ist wieder so ein Lightning, der uns hoffentlich nie sehen wird. Ja, die EM4 Longshot ist eine richtig geile Waffe. Vergleichbar mit der Rams. Oder die Leistungsdaten sind wie die Rams. Natürlich war mein Favorit schon immer bei TR zum Beispiel, war immer denn hier die M77B. Da gibt es auch eine Vergleichswaffe. Ja, gut aufgepasst. Vergleichswaffe ist natürlich die, die man bei NC Gott sei Dank aber schon Anfang an hat, und zwar das Bolzengewehr, halt durch die höhere Schussfolge interessanter und daher natürlich mein Favorit, wenn man noch nicht immer hundertprozentig treffen sollte, ist die Schussfolge so schnell, dass man denn eh noch mitnimmt, sag ich mal. Das ist das Coole dran. Ich muss dich jetzt haben.
Scheiße! Oh, da ging noch rein. Der jetzt überlebt, der jetzt überlebt. Der haut jetzt ab bestimmt. Dann die Vase. Hey, der kann doch nicht einfach hier überleben, was gibt denn das? Konzentriert bleiben, konzentriert bleiben. Ey, ist doch nicht wahr, oder? Boah! Aus Glück hätte da schon einer reingehen müssen, normalerweise aus der Reichweite. Warum überlebt denn der? Darf doch nicht wahr sein. Ist der drin? Ist der da jetzt drin? Na gut, er hat es jetzt schlau gemacht. Er ist jetzt so ein bisschen. Er weiß, wovon die Schüsse kommen. Und er hat sich dann seitlich hingestellt. Mach schon. Komm, ey, ihr könnt doch nicht einfach hier alle euch verstecken. Ja, kannst du hier mal woanders denn deine Raketen abballern, Kollege? Wir hauen mal einmal im Turm rein, da kriegen wir wieder Punkte. Oh. Sichtkontakt zu feindlichem Transportfahrzeug. Feindlicher Transporter gesichtet. Hoffentlich kriegen sie den, mal sehen. Ich bin auf deiner Seite! Boah, darf doch nicht wahr sein, verzieh ich bloß, ey. Trottel. Feindlichen Transporter gesichtet. Ja, der ist natürlich jetzt weg. Der hat überlebt. Ich dachte, das war der, der schon eine gekriegt hat. Oder selber schuld, ne? Wenn du hier im Weg stehst, Alter. Sniper-Spot, Alter. Ist natürlich klar, dass du den. Ja, den kriege ich, muss ich bloß einschießen, muss locker bleiben, locker bleiben. Den kriegen wir. Sniper Fight. Ah, er ist schlau. So, einen hast du hier trassiert, Kollege. Er meinte, durch seine Bewegung wäre er unbesiegbar. Er hätte falsch gedacht, wie immer. Komm, den Lutscher kriegen wir noch. Oder auch nicht, warum? Ist das wahr? Ist das wahr? Dieser dämliche Spackentrottel da. Aber der hat doch nicht alle am Schädel oder was? Ist ja nicht ganz dicht oder was? Was knallt der mich ab, Alter? Dämlicher Wichser, ey. Muss man echt mal so sagen, wie es ist. Was soll denn die Scheiße, Junge? Vor allem von wo ballert der mich ab? Ihr habt's gesehen, der Typ ist auf der Aufnahme drauf. Ihr müsst ihn privat verfolgen. Ach, schade, ich dachte, das vorhalten. Würde reichen, aber. Der andere Snapper wartet schon. Er spielt auf jeden Fall richtig den Sniper, er bleibt immer schön in Bewegung. Ach Gott, ist er weg. Showdown kommt wohl doch nicht mehr denn. Gesichtet. Das war der Spacko, der hier unseren Sunny da weggehauen hat.
Komm, sehe ich dich noch weiter? Aber gute Position hier oben. Soll ich mit nur aufgeladenem Schild? Komm, 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 ich sehe dich noch irgendwo. Na gut. Das war zu wenig. Das war gut. Schade. Der ging auch noch rein. Der ist weg. Ja, seine Positionen sind immer das Beste für so einen. Die ganze Absicherung reinhauen für einen Sniper, auf jeden Fall mal sehr, sehr gut. So eine erhöhten Erhöhungen, oder sagen wir mal so. Aber es wisst ihr, wer sich ja mit Sicherheit für den Sniper gespielt hat, wo am besten die besten Spots sind. Das war ein Sniper sogar, den hätte ich aber Kopfschuss geben müssen. Vielleicht, weil der könnte uns jetzt gleich. Das müssen wir noch mal üben. Platoon Waypoint, ja, ja, das ist sehr schön, dass wir das eingeführt haben. Das Problem ist, mich interessiert es nicht wirklich. Warte. Ja, das sind nur so viele Einheiten, dass man sich nicht wirklich entscheiden kann, wie man da abknallt. Es scheint wohl kein Sniper oben zu sein. Ich kann etwas länger. Ja, auch wieder ein wieder ein Bauchschuss. Ah, schade. Zweite Ladung hätten wir kauen müssen. Gesichtet. Der wird dich jetzt nicht wegen mir hier. Die haben, weiß ich nicht, so eine Sorgen, Alter, die. Ich glaube, der würde mich hier über ganz die ganze Karte verfolgen. Hauptsache er kriegt mich. Kackbob sind das. So, jetzt haben wir noch eine höhere Reichweite. Gut, das ging voll nicht auf und ich habe jetzt meine Position preisgegeben. Aber er wird die gleich reparieren wollen, ne? Komm, willst du reparieren, mein Freund? Willst du reparieren? Ja, der ist gleich tot. Das Skyde ist auch noch hier. Das Skyde ist auch noch hier.
glaube, ich schieße gegen das Spielschutzgegner sein. Ja. Das ist doch Bucky, wo ich mal betreibe. Normalerweise ist es. Aber, soll ich jetzt nicht erschießen oder was? Aber ich glaube, ich kriege ihn nicht tot, so richtig. Naja, was soll's. Macht man auch nicht sowas. Normalerweise. Aber das haben sie natürlich dann. Das ist ja schon nicht gerade heute bekannt oder so. Das existiert ja schon länger, das Problem da. Das dürfte normalerweise, müsste da normalerweise auch nicht mehr im Spiel sein, dass man sowas kann. Ein bisschen höher halten. Psst. Okay, die Munition mehr. Keine Munition mehr. Gut, ich denke mal. So, der wurde noch umgebracht. Das war mal so eine leichte Session vom Sniper mal wieder. Natürlich nicht. Hätte man viel mehr treffen müssen. Aber wie gesagt, schon länger nicht mehr gespielt jetzt auch wieder. Also man muss da wirklich immer bei der Übung bleiben, sonst wird's halt. Werden die Ergebnisse halt wieder schlechter. Ich sag mal, das war erstmal so. Das war für heute erstmal die. Die letzte, noch nicht im, das ist noch nicht die letzte Folge im Jahr jetzt. Des Jahres nämlich. Es kommt noch, es wird wahrscheinlich nochmal Star Conflict nochmal geben, vielleicht noch Fractured Space und vielleicht noch sogar Crossout. Und natürlich noch eine Planetside-Folge gibt es auch noch im Team wieder, mal sehen. Oder mit Zane auf TR, bisschen Panzer, mal gucken, ob man denn. Ob es dazu kommt. Tja, und was wünscht man sich zu Weihnachten am größten? Ja, eine Folge von Klaatu's Red Army. Gut, alles klar, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.